Ja, moin Leute und willkommen zu einem neuen Tutorial im Bereich Flugsimulator und so weiter und so fort. Ja, ich habe ja schon mal ein 737 Tutorial gemacht. Wie ihr seht, steht jetzt hier wieder eine 737 und wir fragen uns, warum? Tja, ganz einfach. Das letzte Tutorial war ja für die Classic Generation 737 und aufgrund vermehrter Nachfrage habe ich jetzt gedacht, machst auch noch eins für die Next Generation 737. Ja, ich benutze die iFly, tolle Kiste und ja, ich stelle die euch halt ein bisschen vor und zeige euch, wie man damit umgeht. Da hinten hebt ein Airbus ab von der Air France. Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, gehen wir jetzt mal rein in die ABAP. Also das ist die Reggae der Maschine, wie man da hinten am Heck sieht. Willkommen. Ja, das übliche Startprozedere, wie man es immer macht. Wir gehen ins Overhead und schauen uns das erstmal an. Dann machen wir hier die Batterie an. Da ist sie. Die Standby Power auf Auto. Und die Ground Power können wir auch connecten auf On und dann einfach den Boost Transfer auf Auto stellen. Fertig. Zur Ground Power muss man noch sagen, die musst du oben erstmal noch aktivieren in der Flusi-Leiste. Also einfach Alt drücken, iFly, Ground Power Support und ja, Ground Power Connect. Ne, Ground Supply und dann Ground Power oder so. Weiß es gerade auswendig nicht. Egal. Da fällt mir ein, ich habe noch, glaube ich, noch gar keinen Schritt berechnet und so weiter. Nö, habe ich auch nicht gemacht. Müsste ich dann noch kurz machen. Dann mache ich einen kurzen Schnitt hier und würde sagen, bis gleich. Und da bin ich auch schon wieder. Ich habe die Maschine jetzt mal korrekt beladen und ein Sprit und so ist drin. Wir haben 25% dabei da nebenbei bemerkt. Und ja, machen wir erstmal weiter. Hier oben kann man auch umdrehen. Steht das immer hier auf Batterie und ja, Standby Power lasse ich mal. Das ist, da kannst du da oben gucken, wie viel Volt und Ampere gerade auf der Leitung sind, hin und zurück. Jo. Gut, als nächstes könnten wir mal die Lichter noch ein bisschen anmachen, wie sie eigentlich sein müssen. Das ist falsch, Scrope und Position, das machst du erst auf der Startbahn an. Erstmal auf Steady. Okay, da hätten wir das gemacht. Zum Weiter mit den Fuel Pumps. Machen wir die mal alle vier an. Die Hörner Smoky kann man auch mal anmachen. Und Feast Seatbelts auf Auto. Feast Belts sag ich schon. Ja, okay. Gut, als nächstes machen wir die Window Heaters an. Und die Probe Heaters. Damit uns hier nicht alles wegfriert. Die Hydraulikpumpen kann man auch mal anmachen und wie ihr seht, das waren die elektrischen Hydraulikpumpen, was weiß ich was es war. Auf jeden Fall, wie ihr seht, ein paar Fehlermeldungen weg. Jo, APU-Bleed kann man auch mal aufmachen für später, das hier stelle ich immer auf Auto, die Isolation, weil so. Und jo, die Packs kann man auf Auto machen vorerst und die Circulation, Recirculation Fans auf Auto. Die Klimaanlage stelle ich immer so, dass es ca. 22 Grad ist in der ganzen Kabine und im Cockpit auch. Hier kann man das dann ablesen. Ja, momentan ist es noch ziemlich kalt. Es ist noch keine Klimaanlage gelaufen. Und ja, Trim Air noch anmachen. Gut. Jetzt könnte ich auch eigentlich schon APU starten, weil ich mache ja kein Boarding mehr. Ist ja alles schon gemacht. Und dann, ja, starte ich die Kiste mal. Einfach mal auf Start drücken da. Und dann fährt er gleich hoch. Geht die Uhr da hoch und dann können wir hier connecten. So. Aber jetzt gehen wir erstmal aus dem Overhead Panel raus. Wir werden ja, wenn der an ist, der zischt so schön. Jo, hier ist momentan noch nichts los. Gehen wir ins Upper Overhead Panel und machen hier den Iris Align. Aber oh, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Align. Also, ja, er ist halt. Zwei, beide auf NAV drehen und hier die Knöpfchen auch noch anmachen. So. Dauert jetzt Zeit, bis die Bildschirme da sind. Und dann können wir nochmal ins Overhead Panel gucken, ob da APU da ist. Schalt 6. Da ist noch. Doch, er kommt jetzt. Ja, durch die Panels kann man sich auf vier verschiedene Arten bewegen. Ich mache es immer mit Tastenkombis, weil es für mich am einfachsten ist. Man kann aber auch einfach auf Registration Cycle klicken. Und da kann man auch hier die Panels aufrufen. Jetzt sind wir auf der Co-Pilotenseite und so weiter. Throttle Panel. Jo. Jedem das seine, ne? Gut, APU ist an. Connecten wir den mal und die Ground Power gehe ich mal disconnecten gerade nochmal über die obere Leiste. Ground Power Support, Disconnect, okay. Und weg ist die Ground Power. Und jetzt, wo der APU da ist, kann man auch mal den Jaw Damper anmachen. Zack, da ist er. Okay, und jetzt gehen wir erstmal ins FMC. Mit Umschalt 9. Firedance. Da oben kann man auf Keyboard drücken, da kann man alles mit der Tastatur eingeben. Pause in it. Wir stehen momentan in Tegel und diese Position hier, die nehmen wir und klicken sie hier rein. Da hat er unsere aktuelle Position.
Gut, Hut gehen wir dann. Origin, unser Startflughafen, EDDT. Und wir fliegen nach Saarbrücken in meine Heimat, EDDR. Flight Number ist die Bear 7930, wie immer. Und ja, dann würde ich sagen, wählen wir mal Departure und Arrival aus. Es geht aber die Brane Trivictor raus. Oder was weiß ich, ne, das ist ja nur ein 8er, ich weiß gerade alles. Auf jeden Fall erstmal die Startbahn auswählen. Es geht über die 26 links raus und dann über die Brane to November. So kann man es machen. Okay. Jetzt auf Route. Next Page. Und jetzt kann man sie eingeben. Die Route habe ich von Wattroute, wie eigentlich immer, wenn ich so in der Deutschland fliege. Und ja, geben wir die einfach mal ein. Das Prozedere ist ganz einfach. Linke Seite Luftstraße, rechte Seite Waypoint. Unser erster ist Q201, die erste Luftstraße. Zu Waypoint Burel. Und der Allgemeine ist auch gerade fertig, wie ihr seht, die Bildschirme sind da. Oh, Burel, ja, da kann das auch nicht gehen. Ich wundere mich schon, warum der Waypoint nicht geht. Ja, dann mache ich nochmal eine kurze Pause. Ihr müsst ja nicht zugucken, wie ich das alles eingebe. Und ich würde sagen, bis gleich. Und da bin ich auch schon wieder. Und ja, wie ihr seht, haben wir die Route fertig eingegeben. Hat sich über anderthalb Seiten ausgestreckt. Und jetzt klicken wir dann einfach auf Activate und Execute. Ist das Zeug drin. Und jetzt geht's zum Perfinet. Wir gehen für Saarbrücken auf Flight Level 300. Außentemperatur ist momentan 13 Grad Celsius. Oder 12. Ne, es sind 12. 12 Celsius. Einfach hier bei der ISADEF 12 und rein damit. Transition Altitude in Tegel 5000. Und Reserve, sagen wir mal, 4 Tonnen. Kostenindex auf Wikipedia nachgelesen. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber ich vertraue denen einfach mal. 30. Also Pro Airline hat ja einen anderen Coast Index und Air Berlin hat angeblich 30. Fahre ich dann mal rein. Zero Fuel Wild, auch ausgerechnet, ist 133.9. Zack. Besser gesagt, der Load Manager hat mir das ausgerechnet. So, wenn wir das jetzt alles drin haben, nochmal Execute. Jo, und auf Reiseflughöhe haben wir dann minus 32 Grad Außentemperatur, wie wir hier sehen. Gut. Jetzt geht's zum N1 Limit. Die will 100% Gas geben, ja, brauchen wir nicht. Ich mache Take-off 1 Verfahren und Climb 1 Verfahren, das passt. Wir müssen jetzt so Gas geben. Gut, Take-off. Wir starten mit 5er Klappen. Standard so eigentlich bei der 737, wenn es nicht gerade ziemlich voll ist. Und wenn wir hier auf CG drücken, rechnet das FMC-Grad die Trimmung aus und stellt es auch im Trimrad ein. 537, ab geht's. Gut. Jetzt drückt man noch jemals einmal hier neben die V-Speeds. Und das sind wir fertig mit FMC. Guck ich mal noch gerade, wie schnell wir fliegen auf Cruise. Mit 745 will sie uns fliegen. Ist mir ehrlich gesagt ein bisschen langsam. Ich fliege normales mal so 767, wenn ich nach Saarbrücken fliege. Execute. Alles klar. Gucken wir nochmal bei Lex, ob alles in Ordnung ist. Ja, das sieht doch gut aus. Und dann würde ich sagen, Flight Directors an. Hier bei den Autopilot noch ein bisschen einstellen. So. 300. Das Overhead Panel nochmal gehen. Machen wir die Packs nochmal aus. Damit wir genug Luft haben für die Triebwerke zum Starten. Hier kann man noch High-Alt-Landing anmachen für die Druckausgleich. Ich weiß nicht, ob es da vorhin schon als High-Alt-Landing geht, aber sie ist auf 1000 Fuß der Flughafen. Der ist ein bisschen höher und ja, mache ich es einfach. Gut. Beacon Lights an, Parkbremse raus und los geht's. Ja, hier kann man auf ADF1 stellen noch, mache ich immer noch. Hier auf 40 Meilen Range. Ja, jetzt mache ich noch die Dings an. Stickers, auf Tara einfach drehen. Traffic, jetzt sehen, was im Umgebung ist. Airport und Data. Und wir können das Triebwerk anschmeißen, einfach auf Ground. Und die Kiste fährt hoch. Sieht man jetzt ja hier. Wenn wir so bei 18, 19, N1, N2 sind, schießt man Sprit dazu. Zack, und da ist er da. Wenn wir ans Overhead Panel warten, bis das wieder rausspringt, da können wir die 1 starten. Und mittlerweile können wir jetzt hier den Generator connecten. Okay. Mach ich mal die Fasten Seatbelts noch an. So. Das müssen wir eigentlich gleich die 1 starten können. Jetzt nochmal auf Ground.
hier unten rein. Wir drehen gerade eine Kurve, also können wir jetzt die Klappen rausfahren. Auf 5 damit. So. Und rein mit dem Fuel. Zweiten MC kann man noch auf Lex gehen. Gut, Autobrakes stelle ich auf RTO. Ja, Set Parking Brakes, normal. Generator 8.1 connected und APU können wir ausmachen. Oh, APU Bleed kannst du jetzt hier auch ausmachen. Dann machen wir den Triebwerk Bleed an. Und die Packs nochmal auf Auto und die Klimaanlage funktioniert. So muss das. Ja, Tour Equipment ist removed. Taxi und Turn-off Lights an. Mal raus da oben. Aus dem Overhead. Und jetzt sind wir ready for Taxi. Ich stelle mir hier noch was um, damit ich mehr sehe. Zack, jetzt haben wir hier mehr. Und unten haben wir eine Cis, da kann man noch die Lariats machen. Left, right, neutral, up, down, neutral, left, right, neutral. Okay, dann haben wir das gemacht. Und ich würde sagen, ich taxi jetzt mal zur Runway. Und ja, bis gleich, Leute. Da sind wir wieder und wir machen jetzt den Line-Up und Take-Off. Jo. Es geht jetzt um die Kurve auf der Bahn. 26 links. Drehen wir mal ein. So. Kurz vor der Bahn machen wir jetzt die Turn-Offs aus, die Landing-Lights an und das hier auf Strobe noch. Und ich hoffe, ich bin ins Gras gerollt. Nein, bin ich nicht. Super. Okay. Ich hoffe, dass wir gerade stehen. Ja, ich line immer so ab. Sicher ist sicher. Ich kann es auch von innen, aber ja, kein Bock. So, will auch diese Schönheit der 737 noch ein bisschen sehen. Und wir stehen gerade. Gut. Autothrottle armed. Traffic, traffic. Gucken wir links, gucken wir rechts. Jo, Traffic, 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 das ist der, wo wir landet da hinten gleich. Und da würde ich sagen, geben wir Gas. Ja, noch ein bisschen. Jetzt gehen wir voll. So. Das Radar hier drin. Habe ich den Tune Edge auf Auto? Nö, muss ich erstmal nochmal B drücken. Haha, und hier auch Hektopascal stellen. So. Jetzt haben wir gleich ein Rotate. Und hoch damit. Ziemlich ruckartig, aber was soll's. Ich denke, wir haben eine Positive Rate, Gear Up, LNAV und VNAV engagen und Autopilot an. So. Die Autobrakes kann man nochmal auf Off machen und das Fahrwerk kann man auch auf Off stellen. Jupp, Flaps 1. So. Jetzt kann ich auch auf 3D-Cockpit ein bisschen zeigen. Schön, ne? So. Jetzt kann ich immer noch, ups, die Sitzklappen ausfahren. Bequemer sitzt, Flaps ab und ja, sieht doch gut aus. Wir sind in der Luft und ja, mehr brauchen wir vorerst nicht. Ich melde mich dann später nochmal. Ich halte mich dann hier mal am Griff fest, ne? Hehe, ja, das gut sein. Ja, wie gesagt, ich melde mich später nochmal vom sich senden und so weiter. Und ja, bis dahin, fast zieht besser mal auf Auto. Und die Landebahn kann man auch schon mal auswählen. So, nochmal rein. Jetzt hat er einen Elner rausgeschmissen. Saarbrücken ist 27 Wind, das weiß ich. Ich habe heute Morgen schon die Wetterdaten von meinem Flughafen gecheckt. Q&H kann man jetzt auf Standard stellen, kurz vor 5000. Departure Arrival, EDDR Arrival. Es geht über die ILS 27 rein, über die Tompi 3 Alpha Arrival. Execute, Lex. Gucken, ob er noch was rausgeschmissen hat. Jo. ZWN, dann SR, Execute. Und da haben wir es. Hut wieder komplett. Können wir auch noch checken. Sieht doch ganz gut aus. Und ich würde sagen, bis kurz vorm Top of Descent. Im zweiten Part dann halt. Ciao, Leute.